Jetzt habe ich die Session am Handgelenk und die geht nicht an. Was ist los? Hat da was mit dem Laden nicht geklappt? Geht ja gut los. Dann lassen wir's. Bringt ja alles nichts. Die ist komplett tot. Hallo. Da kann ich jetzt mal eben nichts machen. Schade. So, fährst du vor? Und damit. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute der vorletzte Alpentag. will der Frank nicht hören. Ja, hört sich auch nicht so. Naja, wir hatten heute eigentlich ja so ein bisschen vor, ein bisschen nochmal eine große Tour zu fahren. Wir haben uns ja mehr oder weniger dagegen entschlossen. Es ist so, heute ist der heißeste Tag in der Woche und gestern, das war schon sehr heftig. Und man merkt auch bei so einer Tour, wie anstrengend die ganze Geschichte hier ist, wenn man einen ganzen Tag auf dem Motorrad sitzt, beziehungsweise ja auch Unternehmungen hat. Machen wir mal das Visier zu. Es ist so, dass sich bei uns zwei herauskristallisiert hat und ich würde sagen, das ist wirklich, ja, je nach Fahrtyp, Fahrweise ist das bei jedem natürlich ein bisschen anders. Wir haben so Strecken, ich sag mal, im Bereich 250 Kilometer in den Alpen. Die sind okay, alles darüber hinaus wird anstrengend. Also dadurch, dass wir auch anhalten, Fotos machen, uns was angucken, Kaffee trinken, was essen, keine Ahnung. Wenn wir weiterfahren, artet es in Stress aus. Und dazu kommt, dass es bei den Temperaturen und der Konzentration, die man hier in den Alpen je nach Streckenverlauf ja doch ja, bringen muss, will ich mal sagen, ist es einfach anstrengend. Also abends ist man wirklich ein bisschen müde schon, ja. Und morgens merkt man es jetzt langsam auch schon, dass man nicht mehr so gut aus dem Bett kommt wie noch am ersten oder zweiten Tag. Und da passen wir uns jetzt einfach mehr oder weniger ein bisschen dran an. Ja? Weil Übermut tut selten gut. Und dementsprechend ja, machen wir heute mal einen, ja, mal so ein bisschen einen chilligeren Tag. Ist ein bisschen schade, weil ich so ein bisschen das Gefühl habe, jetzt verschenke ich was, weil ich jetzt noch heute, ja, hätten noch vier Pässe angestanden, die wir uns jetzt wahrscheinlich in der kurzen Zeit gar nicht mehr angucken können. Ist ein bisschen schade, aber ja, das passt einfach jetzt nicht rein. Also da haben wir uns einfach gedacht, okay, da tun wir uns einen Gefallen, nehmen den Druck raus, nehmen den Stress raus und machen heute einfach mal, wo wir Lust dazu haben. Und das bedeutet, wir fahren jetzt, wie schon im letzten Video angedacht, zu einer Seilbahn. Ja, das ist die Drei-Seen, wie heißt das Ding, Frank? Drei-Seen-Platte, genau, genau. Wollen wir mal wegen Luftreifendruck hier gucken? So, boah, was macht denn die Ducati manchmal da an? Haut die mir hier voll nach vorne. So, wir würden gerne mal den Luftdruck checken. Von 2,9 auf 2,7, ja, probier's aus. Ich denke, 2,9 ist ziemlich viel. Pass mit dem Ständer auf, das ist immer eine Scheißaktion, sowas. Genau so ist mir das passiert, ja. Ja, ja, so ist gefährlich. Ist mit Frank schon passiert, hat er gerade gesagt. Ja. Aber wieso machst du es nochmal, wenn dir es schon passiert ist? Ja. Ja, ja. Manchmal ist Nichtsagen auch was, ja. Dann geht es jetzt für uns nach Kütahya. Schon wieder, schon das dritte Mal, Junge. Kütahya scheint uns es angetan zu haben. Ja gut, es ist auch nicht weit, es ist ein Katzensprung für uns hier. Ja, im Urlaub, da kann man sich Stress machen, aber wir lassen das einfach, ja. Und wenn wir jetzt hier, wobei ich weiß das ja jetzt schon, dass das so ist, dass wir hier viel weniger machen, wie ich eigentlich wollte, ja. Das ist dann der Grund einfach, nächstes Jahr wieder hier hinzukommen, ja. Um das noch zu machen, was wir hier nicht geschafft haben. Ganz einfache Sache. Und da freue ich mich jetzt schon drauf. dabei bin ich noch hier. Ja. Ich denke, man lernt dazu von Tour zu Tour. Und ja, ich bin jetzt im Lernprozess hier, will ich mal sagen. Und ja, für mich sind mehr wie 250 Kilometer unter den Temperaturbedingungen, die wir hier haben. Oder für uns, will ich mal so sagen. Wir zwei sind uns da sehr einig. Ja. Dann ist auch gut.
Klar kann man, hat Frank vorhin auch erzählt, man kann hergehen und kann sagen, okay, man macht vielleicht weniger Pausen oder kürzere Pausen, man macht weniger Aufenthalt, zum Beispiel Timmelsjoch oben, wunderschön da oben, wir haben uns da oben auch in so ein Buch eingetragen und so. Das sind viele Motorradfahrer, die sind da stumpf drüber. Ja, kann man ja auch machen, wenn man das möchte. Und wir gehören zu den Motorradfahrern, die sich was angucken wollen. Ja. Und dementsprechend ist dann, ja, das hat seinen Preis. Ein Kilometerpreis. Ne? So langsam fängt es wieder an, Spaß zu machen. Ja, ist cool. So, also ich hätte ja auch gerne mal eine Kuh gestreichelt. Muss ich ja sagen, ey. Ja, vielleicht ist heute. Ja, weil gestern, das war ein bisschen niederschmetternd, ja. Die gibt's ein Küsschen und bei mir läuft sie weg. Ja, das hat mich sehr tief getroffen, hat mich das. Ja, also da werde ich noch lange dran knabbern, ey. Naja. Spaß muss sein. Jo. Das ist so cool. Ich habe nichts gesehen, ey. Das ist Vertrauen, Frank. Ja. Hättest du mich verarscht, wäre ich jetzt tot. Ja. Ja. Und es wäre jemand gekommen, ne? Das muss ja dann noch dazu. Nee, dass du das nicht machst, weiß ich doch. Sonst würde ich das ja auch nicht machen. Ich bin also mal so ein bisschen am Überlegen, bei so einer Tour, ja. Wie die Gewichtung für mich ist, Aussicht genießen versus Fahrspaß. Ne? Ja, das meine ich ja. Also viel sehen. Eindrücke gegen Fahrspaß. Also bei dir ist es genießen zu wie viel Prozent? Also ich wiederhole. 50% genießen, 25% Fahrspaß Kurvenräubern und 25% nochmal für Sehenswürdigkeiten, Specials, was man hier so, ja. 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 Ja, das vermischt sich alles. Ja. Ja, das tut sich alles vermischen miteinander. Ja, das ist schon so. Das macht Spaß, ja. Raster schleifen oder was? Nee, hab ich nie. Hab ich keinen Drang zu. Ich will. Das juckt mich nicht. Das interessiert mich gar nicht. Rastenschleifen, hinten Angstschleifen, ist mir wurscht alles. Ja. Ja, das Leben ist einfach wichtiger. Ich will, ich mag das nicht, wenn ich so ein Bauchgefühl kriege, könntest du übertrieben haben. Das mag ich nicht. Das heißt, da versuche ich immer so ein bisschen drunter zu bleiben und das reicht mir auch. Ja. Das reicht mir. Ich versuche schon hier oder da mal ein bisschen vielleicht auch mal zu steigern, aber so wie ich muss mich wohlfühlen. Wohlfühlfaktor, der muss da total für mich dabei sein. Ich bin kein Adrenalin-Junkie, bin ich nicht. Ja, ich habe früher auch schon viel Glück gehabt. In jungen Zeiten bin ich auch anders gefahren wie heute. In jungen Zeiten. Ja, wenn man jung ist, dann ist man sich der Sache nicht so ganz so bewusst. Also ich sag mal so ab dem Alter so 30, 40, eher Ende 30, Anfang 40, wo so der Moment kommt, die Hälfte des Lebens ist jetzt theoretisch so ein bisschen gestreckt, will ich mal sagen. Ne? Dann überlegt man sich das einfach ein bisschen anders dann. Außer man ist jetzt so ein Adrenalin-Junkie. Ne? Ich kenne auch Leute, die gehen... Ja, die sind 50 und sind absolute Adrenalin-Junkies. Ja. Jeder wie er will. So, Vorsicht, Kühe.
Genau, hier muss man jetzt wieder ein bisschen Obacht geben. Die hübschen Kühe von Kütai. Ach, guck mal hier. Guck mal da. Aiwishi. Da sind sie. Ne, das sind Pferde jetzt. Ja, das sieht einfach cool aus, ey. Ja, wo gibt's das auch noch? Nur in Amerika. Guck mal da, wie es sieht. Ja, hier, die Kuh im Wasser hier, die Geil. Eine Kuh im Wasser. Okay, ich gucke. Ich gucke. Ja, und hier gibt's Leute, die ballern hier einfach durch, ey. Ach, am Wasser. Ich dachte, im Wasser. Wo ist Kuh? Kuh. Da ist eine Kuh. Wie sind die da hingekommen? Oh, da war ein Kühe. Die habe ich gar nicht registriert. Eieieiei. Mehr Konzentration, Thomas. Nicht, dass mir hier, dass hier irgendwo hinter einem Baum eine Kuh lauert, ja, und in dem Moment, wenn ich da dann vorbeifahre, springt die auf die Straße. Weil die auf mich gewartet hat, Frank. Ja, ich mir bildlich vorstelle, wie sich eine Kuh hinter einem Baum versteckt, ja. Tonne! Das ist doch die Kuh da von dir gestern. Klar. Kuckuck. Jetzt habe ich meine Chance verpasst, die zu streicheln. Also die sind auch sehr unentschlossen. Oh, ich weiß doch, die sind nervös. Also da mache ich jetzt ganz langsam. Das siehst du. Die wissen nicht, wie die sich verhalten sollen. Die werden in die wollen woanders hin. Das Auto tut die bedrängen. Den Eindruck habe ich. Guck mal da, das ist gefährlich. Die wollen auf die andere Straßenseite. Lass die doch, ey. Ich bleib hier stehen, ich lass die. Wenn ich einen Leerlauf reinkriegen würde, wäre das noch ein bisschen einfacher. Ich bleib hier. Der Frank ist durch den Mist gefahren. Ich weiß nicht, was die Kühe hier vorhaben. Schubst mich bloß nicht vom Moped, ey. Ja, die ist nervös. Und da bist du durchgefahren. Ja, sauber. Ja, ich weiß nicht. Ich fand das jetzt ein bisschen komisch, weil die sind ja eigentlich lieb. Aber die eine, die sah mir so gestresst aus. Die war so gestresst, da habe ich so das Gefühl gehabt, da weißt du jetzt, die weiß selber nicht, was sie tut. Ja? Und deswegen, die Zeit haben wir. Ja, schon cool. Und du hast jetzt braune Reifen oder was? Das fällt sich wieder ab, aber jetzt musst du mal ein bisschen in der Schräglage vorsichtig sein. Wie war das gestern? Angststreifen ist scheiße. Und mit Scheiße wird es rutschig. So. Ja, so erlebt man was hier. Ne? Ist schon cool. Ja, ist schon cool. Und dann ist das geil, wenn man das auf Kamera hat und kann sich das selber dann nochmal angucken. Ja? Und hören, was man da für einen Mist gelabert hatte. Also wenn die Kuh jetzt da noch länger darum gebummelt hätte und mich und weiter so gestresst geguckt hätte, dann hätte ich irgendwann das Moped ausgemacht. Ja, oh, die sind aber klein. Ui, ui, ui. Ach so, wollten wir heute mal jemanden fragen, was das da für ein Schiffschebotsche ist da? Was die da rausholen oder was die da gestern reingeschmissen haben. Würde mich ja schon interessieren. Frank ist was ins Auge geflogen. Jetzt hat er Pipi in den Augen. Auf deine Brille geflogen, was? Ja, und das stört dich, oder was? Ach so, du siehst nichts. Ich dachte, jetzt was im Auge hängen. Ah. Ja, wie gut, dass du sie aufhattest, die Brille. Das heißt, gleich mal mit Visierreiniger an die Brille, oder was? Okay. So, da sind wir. Da sind wir und ich würde sagen, ich nehme euch mit auf die Drei-Seen-Platte. Habt ihr Lust? Na dann, gucken wir uns das an im nächsten Video. Vielen Dank fürs dabei gewesen sein. Gerne einen Daumen nach oben.
abonnieren, versteht sich, wenn es gefallen hat. Natürlich von selbst, ne? Und ich würde sagen, macht's gut, bis zum nächsten Video, wenn es dann da hochgeht. Und das ist jetzt wieder gegen die Sonne gefilmt. Okay, macht's gut. Tschüss. Ist kein Schatten, Junge. Ah, hier hin, aus dem Haus. Ja, hier, kurze Hosen. Au, 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 Frank. Okay, wir stellen sie anders. Auf jeden Fall. Wow, okay. Dann stelle ich die auch anders. Da gehen wir hier kein Risiko ein. Das ist ja krass. Wow, ey. Da habe ich aber einen Schrecken gekriegt gerade. Oh wei, oh wei. Alter. Wo willst du hin? Der ist nicht so schräg, gell? da ging dem Frank der Stift eh. So. Ja. Ist der Teer hier ein bisschen glatt und ja klar, durch die Schräge halt, ne? Durch die Schräge. Na gut. Ha? Ach so, ob wir da was abgeben können in der Rezeption, das wäre bei der Kasse. Das wäre ja cool, wenn wir den Krempel nicht mit da hochnehmen müssen. Ja, ich will mir jetzt erstmal wegen der Session gucken. So, jetzt geht die Kamera hier erstmal aus.